Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei Mario Kart 8. Heute werden die Parts aufgenommen und gepresst, wie aus dem Maschinenraum. Und gepresst. Wir müssen ein bisschen vorproduzieren. Wir werden, ja, ich und andere Leute diverse Male im Mai ausfallen. Deswegen wird hier jetzt rucki zucki eiskalt Part aufgenommen für Part aufgenommen. Wir reden über Blödsinn. Immer diese Feiertage. Immer diese Feiertage. Sommer, Bekanntschaften, Freundschaften, Verwandte, eklig sowas. Ja. Ich bin übrigens nicht gepresst, ich bin gestreckt, ich spiele jetzt Waluigi. Bin verrückt. Okay. Ja. Das ist wirklich verrückt. Ja. Ja. Wie man sowas macht, ne? Warum gibt es eigentlich kein Waluigi und Wario-Spiel? Es gab doch ein Wario-Spiel, aber nee, das sind die WarioWare-Spiele, die dann immer rauskommen. Ja, es gibt ein Spiel, was wir womöglich irgendwann auch mal auf unserem Kanal spielen. Das ist zumindest in engeren Auswahl, dass wir das irgendwann mal machen. Und das nennt sich Pizza Tower und das ist quasi wie Mario Land. Also jetzt nicht irgendwie darauf freuen, dass wir das garantiert machen. Wir haben viele andere Ideen und müssen halt auch die Zeit finden. Aber Pizza Tower, das wollte ich sowieso immer schon mal spielen. Vielleicht ist das ja mal irgendwo im Angebot oder so und dann schauen wir mal. Ja. Apropos, wenn man jetzt hier schon bei dem Indie-Spiel ist, ich finde, die Indie-Szene hat halt echt stark zugenommen jetzt in den letzten Jahren. Ja, seit Jahren. Wenn du die Vergleiche ziehst jetzt mit aktuellen Spieleerscheinungen von AAA-Studios oder Quadruple-A-Studios oder sowas an der Stelle, also. Ja. Was eigentlich das mitbekommen? Mit den Quadruple-A. Ich weiß nicht, wovon du redest. Das, glaub ich. Ich glaube, das war irgendein Piratenspiel. Wo du nicht mal schwimmen kannst oder sowas. Ich weiß, welches Spiel du meinst, Und die meinen an der Stelle, ja, das ist Quadruple A, weil sie... Was soll das sein? Keine Ahnung, was für... Ja, dass es halt nicht nur Triple A ist, sondern das sind 4 A's an der Stelle. Ja, Ubisoft hat eh einen an der Klatsche. Die haben einen guten an der Klatsche, ja. Oh Mann, ich fahre hier nur Müll zusammen. Alles gut. Es ist Montag. Ich wollte schon sagen Montag. Wow, früher haben wir Montag. Es ist Montag, Zeug gemacht, ne? Aber es ist Mittwoch an einem Montag. Mittwoch an einem Montag, ja. Stell dir vor, wir hätten das an einem Montag noch weiterhin durchgezogen hier. Die Runden. Das wäre für mich kein Unterschied. Also von der Müdigkeit oder so. Ja, wahrscheinlich mittlerweile nicht mehr, ne? Weil es war halt immer so zeitbedingt. Bei Rikus war es, glaube ich, immer bei einem Problem. Oder bei dir auch vielleicht, weiß ich nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, warum wir den Tag geändert haben, ehrlich gesagt. Ja. Ich kann mich nicht, wir haben, glaube ich, irgendwann einfach gesagt Mittwoch, aber ich weiß nicht mehr genau, warum. Ja, ich kann es auch nicht mehr sagen, warum. Internethistoriker werden den Clip finden, wo wir es genau dann erwähnen und werden dann sagen, ihr Heuchler, ihr wisst ganz genau, was ihr sagt. Ich glaube, es war irgendwie mehrmals Montag ausgefallen, ich weiß aber nicht mehr, warum. Und dann haben wir irgendwie, ich weiß es nicht mehr. Ist auch egal. Ausfallen kann ich mir gut vorstellen, was dann irgendwie, was es nicht irgendwelche Veranstaltungen oder sowas waren. Aber ja. Keine Ahnung. Halt so die Zeiten wenden sich. Ja. Ach ja. Nee, ich habe tatsächlich was ich serientechnisch so überhaupt schaue, aber ne, du erwähnst Fallout. Ich müsste jetzt erwähnen, ich fange jetzt so ein bisschen Game of Thrones an, weil ich das lange nicht geguckt habe. Also, oh, das lohnt sich aber auch. Ich habe die ersten paar Folgen geschaut. Bin ich nie dazu gekommen irgendwie und dann, ja, jetzt habe ich mal wieder gesagt, okay, jetzt fängst du von vorne an, komplett von vorne und jetzt, ja. Das ist eine gute Serie. Dann so zum Mittagessen, Abendessen. Ja, das ist eine gute Serie, da machst du nichts falsch. Okay. Wenn du sonst noch Tipps brauchst, für Drama oder so. Ja. Ich fand Sons of Energy auch sehr stark. Die Serie. Ach so, ja, Das wird dann mit den Bikern, ja. Ja, die war auch. Komm, Männern, stell, ich hab das. Breaking Bad hast du, glaube ich, geguckt, ne? Oder war das Rikus? Ich weiß es nicht mehr. Nee, das habe ich auch nicht gesehen, nee. Tatsächlich. Dann solltest du das nach Dings machen, nach Game of Thrones. Okay. Ich war auf einer dieser komischen Rick and Morty Cooker an der Stelle, zu der Zeit, wo es rausgekommen ist. Fisch. Gibt's davon noch neue Folgen? Nee, dieser Zeichentrick. Da gibt's immer neue Folgen, ja. Hier, die, von meinem... immer wieder. Kennst du alle Folgen von Rick und Morty? Lange Unterbrechungen, aber kennst Problem du? Ist, du guckst eine Folge Rick und Morty und weißt einfach an der Stelle gar nichts mehr, was dann passiert ist. An der Stelle ist es einfach so ein Abfuck. Das heißt, du kennst nicht jede Folge von Rick und Morty? Nee, ich kenne die noch nicht alle. Okay, vielleicht kennst du die ich jetzt sage, weil von meiner Frau, der Bruder, der hat ja eine Mexikanerin geheiratet. Und die hat 2 Katzen und eine danach hat sie nach einer Figur von Rick und Morty benannt.
Ach, okay, cool. Mr. Meeseeks. Summer. Ach, Mr. Meeseeks. Ich habe mir mal einen Clip davon angeguckt danach und. Also, ich kenne Rick und Morty so gar nicht und fand das sehr witzig. Ja. Ich hätte eigentlich gedacht, das wäre Summer an der Stelle als Name, so für eine Katze oder sowas an der Stelle, aber. Ja, okay. Ja, warum nicht? Ja, Rick und Morty ist eine sehr spezielle Serie, sagen wir mal an der Stelle. Hat so einen Nerd-Humor, glaube ich. Ich habe die leider nie gesehen. Und jetzt ist sie wahrscheinlich schon vorbei und lohnt sich nicht mehr. Ja, hat einen sehr starken Nerd-Humor und ist auch ein bisschen, sage ich mal, ja. Sehr nonchalant. Wenn da irgendjemand stirbt, dann denken sie sich, ja, oh, never mind, I guess. Wird halt seine Rolle anders besetzt. So, teilweise Meta-Jokes und sowas. Ja, gibt's davon denn noch aktuelle Folgen oder ist das abgeschlossen? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau. Aber ich meine, es gibt noch aktuelle Folgen. Ich hab's nie gesehen, keine Ahnung. Aber nicht, weil ich nicht wollte, sondern einfach, es ist komplett an mir vorbeigegangen. Ja. Könnt ihr nicht mal einen blauen Panzer werfen? Und BoJack Horseman hab ich damals geguckt. Was? BoJack Horseman habe ich damals noch geguckt, wo es frisch rausgekommen ist. Mhm. Ist auch eine Netflix-Serie, so ein Typ, der Ewigkeiten Schauspieler war an der Stelle, so ein Pferdemensch, wie man halt eben so vom Namen denken könnte. Und der ist jetzt irgendwann in Rente und der weiß nicht, was er mit seinem Leben anfangen soll und der sucht jetzt irgendwie noch den Kick und der sucht jetzt noch irgendwie den Sinn des Lebens, so keine Ahnung. Geht's auch um Themen wie Depression und trifft alte Schauspielerkollegen und sowas. Ja. Schon irgendwie interessant, so als Kinderschauspieler angefangen und dann Serien aufgenommen über die Jahre. Jetzt ist er Rentner und weiß nicht, was er mit sich anfangen soll. Ja, das ist schon wirklich krass, wie viele Serien man so konsumieren kann und was man alles gucken kann. Ja. Das, ich überlege, ob ich noch außerhalb von Fallout irgendwas gesehen habe in letzter Zeit, aber das meiste konsumiert man einfach und dann ist es. Ich habe auch. Denk da nicht drüber nach, ne? Ja, ich habe auch so 3 oder 4 Serien von Netflix gesehen. Die so alle aus dem asiatischen Raum kamen. Die waren ganz okay, aber ja, man hat sie halt so konsumiert und auch nicht so wirklich bewusst wahrgenommen. So bin ich ganz ehrlich. Was ich so jetzt an der Stelle gerade überlegt habe, jetzt wo du es erwähnst, asiatischer Raum, das Squid Game habe ich auch noch nie geguckt an der Stelle. Ja, das habe ich unterschätzt. Ich habe das geguckt, einfach nur, weil alles geguckt habe, dachte mir, ja komm, wir gucken jetzt eine Folge, so geil ist das nicht. Habe ich noch nie gesehen übrigens, aber ich habe mal irgendwelche Screenshots gesehen, aber das war's. Die Serie ist gut, ist nicht sehr gut, aber die ist gut, die kann man sich mal ganz gut angucken. Ich habe da nicht nur Squid Game geguckt, sondern auch, es gab so eine Nachfolgeserie von Squid Game, ich weiß nicht mehr, ob das, ja wahrscheinlich Netflix, da haben echte Kandidaten teilgenommen, die haben die Spiele halt so nachgespielt, mit echten Personen. Und sowohl die als auch die Original-Squid-Game-Serie, also ich würde nicht sagen, es ist eine sehr gute Serie, aber es ist eine gute Serie, die man sich angucken kann. Also ich habe auch niemals damit gerechnet, dass die so gut ist. Ich habe die einfach geguckt, weil ich da auch im Hotel war, auf Dienstreise, sagte mir, ja komm, guck dir mal eine Folge, dann hast du es mal gesehen und dann habe ich es einfach durchgeguckt. Na ja, könnt ihr. Ja, ist eh dieses Battle Royale und jeder gegen jeden ist sowieso irgendwie im Moment so im Zeitgeist drin. Siehst du ja auch an Fortnite und diesem Hunger Games, was es vorher gab. Komplett. Mittlerweile hat ja selbst WoW eine Art Battle Royale oder was. Ja, Thunderstorm. Habe ich noch nie gespielt, will ich auch nicht. Aber ja, tatsächlich. Ich habe es nur mitbekommen, so ein bisschen nebenbei, dass es jetzt so einen Modus gibt, hier das Thunderstorm, ja. Ja, WoW macht im Moment so viele Modi und Server, um alle ihre Leute bei Laune zu halten. Ich glaube, die haben Probleme, Leute zu behalten, auch auf das nicht abspringen. Ja, das Problem bei WoW ist, also ich habe ja damit, wie gesagt, vor kurzem wieder angefangen. Ich weiß zwar noch nicht, ob ich weitermache. Es ist sehr casual-mäßig. Du kannst viel in wenig Zeit erreichen, was gut ist. Aber es ist halt so mega überladen, weil es schon irgendwie 400 Add-ons gibt. Und die müssten das irgendwie mal zusammenlegen oder für Neueinsteiger. Es ist einfach so unfassbar überladen beim Leveln. Also, ich würde das nicht checken, wenn ich neu anfangen würde. Na doch, okay, was meinst du? Weil du, die Story ist ja auch unabhängig, ne? Du hast da irgendwie, keine Ahnung, viele Addons. Und du musst nicht jedes Addon beim Leveln spielen, du kannst im Prinzip aussuchen, aber. Ja, es ist irgendwie ganz komisch. Eigentlich müssten die WoW 2.0 mal machen und alles irgendwie daraus schmeißen. Ich habe auch schon überlegt, den ganzen Scheiß da. Zeit wird, Dann hast du halt 10 Jahre alte Addons, dann kannst du die nicht mehr spielen. Mein Gott, dann heulen halt 4 Leute. Ja, dafür hast du wieder ein gutes Level-System. Die müssen da mal komplett neu anfangen, aber natürlich darfst du den Spielern dann nicht ihre Mounts und diesen ganzen Scheiß nehmen, aber weißt du, warum soll das Level-Erlebnis von dem Addon vor 20 Jahren
Na, vor 20 Jahren stimmt ja nicht mal. Vor 5 Jahren dann noch 1:1 drin bleiben. Schmeiß den Scheiß einfach raus. Keine Ahnung, okay. Gut ist. Keine Ahnung, wie alt WoW mittlerweile ist übrigens. 2004 kam es raus, 20 Jahre. 2004. Scheiße. Gibt's ja auch schon ewig, ey. Ja, es gab da mit Cataclysm mal so ein Rework, aber der war ungefähr im Jahr 2012. Die hatten dann, glaube ich, ein oder zwei grafische Updates an der Stelle nochmal irgendwie zwischendrin nochmal reingemogelt, glaube ich, an der Stelle. Ja. Wenn ich überlege, Final Fantasy XIV macht jetzt sein Grafik-Update, sein erstes, sein richtig großes, nach 10 Jahren bestehen. Also, ja. Ich glaube, es ist aber auch eine gute Zeit, glaube ich, nach 10 Jahren. Dass man sagt, okay, man macht hier so ein bisschen Rework vom Allem und so ein bisschen schöner, bunter. Und die profitieren ja auch davon, dass jetzt kein neues MMO rauskommt. Gutaris Land kommt irgendwann bald mal. Das könnte vielleicht noch so eine Nische finden. Das ist ja das. Ich gar nicht. Warte. Ja, das ist. Ich sag's mal ein bisschen sarkastisch. Es ist chinesischer WoW-Klon, der eigentlich entwickelt wurde, damit die Chinesen, die kein WoW mehr spielen können, aus lizenzrechtlichen Gründen was spielen können. Ah, okay. Aber jetzt können sie wieder WoW spielen und ja. Ich weiß auch gar nicht, ob das von Tencent ist oder so. Ja, ich befrag mal Google währenddessen. Ich hab nichts mehr zu trinken und bin durstig, Zeller. Oh nein, heute ein Eistee, los! Hab ich nicht mehr, es ist das letzte Rennen für heute. Ah. Dann hören wir zwar ein bisschen eher auf, aber meine Stimme ist eh gleich weg. Müssen wir mal hier anschauen, wo das herkommt. Level Infinite, nee, das ist... Oder ist es die Firma? Das ist wahrscheinlich von Tencent, weil das sind ja die meisten chinesischen Spiele. Ja. Aber ja, hat schon von den ersten Szenen, die ich so sehe, das hat so nicht nur Ähnlichkeit, sondern ist 1 zu 1 fast WoW. Ich könnte mir fast 2 Screenshots nebeneinander zeigen. Und ich meine an der Stelle, ja, alles klar, das ist hier. Das ist hier WoW. Am Montag, also zum Zeitpunkt dieses Streams hier, wenn das Video hochgeladen ist, vor 4 Wochen. Gab es auch mal eine Microsoft Direct, wo auch Palworld erwähnt wird. Da bin ich auch mal gespannt, was da noch kommt. Okay. Gespannt, ja. Also ihr wisst schon, wenn ihr das Video hier guckt. Also grundsätzlich, ich fand Palworld gut. Jetzt für den Stand. Wir haben jetzt den Endgame-Grind an der Stelle zu spüren bekommen, leider an der Stelle. Ja. Aber grundsätzlich schöner Gedanke. Und wenn es irgendwo mal richtig abgeschlossen ist, ne, mit entsprechenden Servern oder irgendwie sowas an der Stelle, wo man dann Koop machen kann und das flüssig, das wird cool, ja. Wird aber, glaube ich, nicht passieren. Das wird im Early Access bleiben und niemand interessiert es in 2 Jahren mehr und die sind reich. Na, ich hoffe nicht. Das wäre schade halt, ne? Ja. Dann können sie noch echt profitieren jetzt noch, ne? Aber einerseits haben sie schon genug profitiert. Ja, aber ich will gar nicht wissen, wie viel Geld die damit eingenommen haben. Ja, ist richtig. Schauen wir mal. Wir werden es ja sehen. Ja. Bleiben wir gespannt. Ich erwarte, dass darüber in 2 Jahren wird es so Videos geben. Oh, was ist aus Palworld geworden? Was ist aus Palworld geworden? Dann wird es in 2 Jahren so richtig viele YouTube-Videos zu geben. Genau, kennt ihr noch Palworld? Mittlerweile gibt es ja hier Muchi Muchi Land und Muchi Muchi Land. Genau, ich bin ein richtiger Fan von Muchi Muchi Land. Wusstet ihr, dass Muchi Muchi Land aus Palworld ganz viele Prinzipien übernommen hat? Ja. Das Design der Monster zum Beispiel. Und habt ihr gewusst, dass Palworld viele Designentscheidungen aus Pokémon hat? Und Pokémon das aus Dragon Quest. Und Dragon Quest aus, keine Ahnung, Steinzeichnungen des Mittelalters. Oh Gott, ja, Mann. Ich schwör's. Irgendwann Deep Dive Videospiele. Genau so läuft es dann. Und lasst ein Like da und ein Abo. Ja, genau. Bevor wir mit dem Video starten, zum heutigen Sponsor des Videos. Raid Shadow Legend. Oder keine Ahnung, was es im Moment gibt. Wobei mittlerweile die Meta so ein bisschen ist, nachdem du den Zuschauer ein bisschen gehuckt hast. Erstmal hucken, dann kommt eine minütige Werbung für irgendwas. Genau. Und dann machst du ab Minute 7 oder 8 machst du dann weiter. Für 2 Minuten, dann ist das Video vorbei. Korrekt, ja. Lass ein Like und ein Kommentar für weitere Videos. Ciao. Aber am besten genauso künstlich, wie du das sagst. So ein Like und ein Kommentar. So. Ja. Bevor wir mit dem heutigen Video starten, kommen wir zum Sponsor des heutigen Videos. Raid Shadow Legend. Klickt auf diesen Link, damit ich 4 Cent pro Klick bekomme. Oh Gott, ey. Super. Anschließend kann ich mir einen runterholen und mir ein neues Auto kaufen. Und ein neues Auto kaufen. Das könnt ihr dann auch bei Raid Shadow Legends als Mount bekommen. Genau.
Oder dieses komische Spiel, wo du immer diese Soldaten nach links und rechts ziehst, durch mal zwei, durch zwei. Weißt du, was ich meine? Gott, ja. Da gibt's mittlerweile ein Parodiespiel davon übrigens. Echt? Ne? Weiß geil. Ich, kennst, wo halt wirklich so diese Scherz macht darüber. Ich glaube, das heißt buchstäblich, du hast das Ding in der Werbung gesehen, wir haben es entwickelt. So an der Stelle so. Und dann gerade diese Spiele so, so links, rechts ziehen. Wer spielt Zombies diesen abknallen. Scheiß? Wahrscheinlich mehr als wir. Keine Ahnung. Ja, die Werbung ist ja sowieso für das Gameplay ist ja komplett anders als das, was die da immer zeigen. Aber jetzt hat sich halt irgendeiner hingesetzt, auch wieder so, ne, einfach Indie-Dev hat sich gesagt, ja, die Werbung, was du da so siehst, ich habe da einfach mal ein Spiel entwickelt. Das ist genau das, was du da siehst. Komische Türme traurig. Aufstellen, komische Helikopter befehlen, Zombies abschießen und sowas. So. Ja, so ist das. Nur hier gibt es echtes Gameplay. In dem Sinne. Genau, so ist es, ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Ciao, ciao.